Wunderbar. Hallo, ich bin der Manuel Schad von SUD Sports. Heute Technik. Ja, wir haben da so richtig geile G-S hergestellt gekriegt. Gehen wir bitte aufs Kabel. Elektronischer Zustand 1A. 1A plus, glaube ich. Ja. Ja, das Problem ist, das Ding hatten wir schon mal vor ein paar Jahren repariert. Und der Kunde hat vergessen, dass die Zeit weiterläuft. Er hat gesagt, das geht jetzt gar nichts mehr an, nachdem man es nach 5 Jahren rausholt oder so. Keine Ahnung, ich will mich auf die Zeit nicht festlegen. Jetzt haben wir Öle, Ventile, alles durchgeschaut, haben versucht, sie anzuschmeißen. Ich habe auch die Zündspule dann versucht zu brücken, um festzustellen, ob die Zündspule kaputt ist. Habe hier auch die alte Zündspule. Die funktioniert leidlich, aber wer sich das Ding anschaut, der weiß, dass die nichts mehr das ewige Leben hat. Und habe einfach mal eine neue eingeschraubt, weil ich den Fehler nicht gleich festgestellt habe. Passiert mir auch. Schwenkst du mal außen rum, guck das mal an. Da steckt jetzt einfach die Bosch-Zündspule drin, wie sie im 2-Ventiler verbaut ist. Ich denke, wir tun dem Kunden jetzt da keinen Fehler. Und trotz, dass ich jetzt starten will, wir probieren das mal. Kommt kein Funke. Leuchte mal drauf. So, warum kommt da kein Funke? Zündspule hat Dauer Plus, also beim Einschalten, geschaltenes Plus, Dauer Plus ist falsch. Zündspule hat geschaltenes Plus, die Masseleitung ist okay, die Steckverbindungen sind geprüft. Dann habe ich halt mal überlegt, gucken wir mal nach dem Hallgeber. Den Hallgeber schraube ich jetzt mal schnell raus und überprüfe den. Machen die 2 Schrauben da unten raus. So, ziehen den ab. Stecker haben wir entfernt. Man sieht im Außen schon eine lange Lebenszeit an. Und jetzt überprüfen wir den. Dafür haben wir einen Tester da. Den haben die schon wieder umgeräumt. Der gehört in den Elektroschrank. So. Unser Tester. Draufstecken. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts hier. Kein grünes Licht. Das sagt uns entweder Kabelbruch oder Hallgeber im Sack. An dem Kabel will keiner mehr was reparieren. Das bedeutet, wir gehen jetzt auf der Suche nach einer neuen Hallgeberdose oder nach einem neuen Hallgeberinnenleben. Das machen wir jetzt. Gehen wir hoch. Ja, nachdem wir festgestellt haben, dass der Hallgeber kaputt ist, müssen wir für Ersatz sorgen. Für Ersatz sorgen geht ganz einfach. Ich schaue ins Netz bei unserem 2-Ventil-Anbieter SWD Sports. Oben in der Suchleiste gebe ich Hallgeber ein. So. Und dann sehe ich auch gleich einen Hallgeber, da könnte ich das ganze System, eine neue elektronische Zündung für 375 Euro kaufen. Muss ich aber nicht. Gleich unten drunter haben wir den Hallgeber, der in der Dose verbaut ist. Und das ist auch genau das Teil, was ich mitnehmen würde, wenn ich auf Reisen gehe. Passt in jede Tasche, in jeden Tankrucksack, auch in die Jacke, wenn es sein muss. Und das Teil, das bestellen wir uns jetzt. In den Warenkorb und los geht's. Nachdem die Bestellung eingegangen ist, wird sie bei uns verpackt und dann verschickt und dann könnt ihr weiterbauen. Wir spielen das Spiel jetzt weiter. Ich hole jetzt diesen Hallgeber und baue den in die Dose ein. Das nehmen wir jetzt mit in die Werkstatt und bauen sie ein. So, nachdem ich den Hallgeber oben geholt habe, wollen wir den einbauen. Aber die Dose, die ist so schmutzig, die werden wir jetzt erstmal reinigen. Ich habe den Hallgeber jetzt einfach mal gereinigt, dass der wieder aussieht wie ein Bauteil. Und jetzt zerlegen wir den und tauschen dann
den Heilgeber aus. Den Heilgeber zerlegen wir und tauschen den Heilgeber aus. Hört sich komisch an, ist aber so. Nachdem es wie immer ist und wir kriegen die Schrauben nicht auf und wollen euch das im Video zeigen, gehe ich da mal kurz mit dem Rostlöser ran und lasse ihn ein bisschen einwirken. Das mit Kohlensäure. Ah, Glück gehabt. So, eine Nudel. Und die zweite. So, legen wir uns mal daher. Die können wir ja nachher wieder reinschrauben. Dann halten sie wenigstens. So. Deckel runter. An dem Fahrzeug ist wirklich alles fest, ne? So. Ganz normal kriegt das raus. Ja, klar. So, dann hier sind ein Haufen Scheiben drunter, die muss man sich wegen merken. Okay. Alles schon mal bessere Zeiten gesehen. Ne? So, also wichtig ist, dass ihr die Reihenfolge da nicht durcheinander bringt. So. Ich gehe jetzt mit dem Schraubenzieher ran, drücke mir das raus. Schau, dass ich nirgendwo einen Kratzer reinmache. Ne? Ups, so schnell soll es eigentlich nicht sein. Und da ist der alte Heilgeber, der sitzt da. Die Einheit reinige ich mir jetzt mal komplett. Und ich muss dann einfach schauen, ob die Fliehkraftverstellung auch noch funktioniert. Sonst ist das für die Katze, ne, was wir gerade machen. Dann seht ihr, trotz dass der so beschissen innen drin aussieht, ist die Technik da noch in Ordnung. Die Federn sind jetzt auch nicht verrostet. Ne? Ich weiß gar nicht, wo der Rost jetzt wirklich herkommt. Ist der nicht abgedichtet nochmal? Doch, schon. Ja, das ist halt jahrzehntelang. Ich meine, das Ding hat vielleicht 300.000 drauf. Ne? Na, gucken wir mal. Und da müssen wir jetzt ran an dieses Teil. Ne? Dann können wir weiter sauber machen. Also den Splint träge ich da runter. Und fange dann auch mit der nächsten Reihe an aufzulegen. Sonst blickt nachher keiner mehr durch. Cool ist halt, das Video könnt ihr euch einfach mal anschauen, wenn ihr dann draußen unterwegs seid. In der Botanik. Und euer Moped spinnt. Weil das Teil, wenn du dabei hast, kannst du halt helfen. Ne? Hast du nichts dabei? Kannst du halt helfen. Ja. So. Okay. Schnips und wegflogen. Ja, das ist wichtig, damit es sich dann verdreht. Damit es ja. Ne? Könnte man jetzt auch einen Ultraschallbad legen. Aber so lange wollt ihr, glaube ich, nicht warten. Und der Stefan will sein Moped auch wieder fahren. Und nachdem das ganze Moped so aussieht, ne, geht es hier einfach nur um die Funktionalität. Angewärmt tun wir uns bestimmt leichter, das rauszukriechen. Okay. Okay, das ist jetzt der kaputte. Den legen wir nachher. So. Okay, ich meine, die hat es auch nötig, dass es sauber gemacht wird. Ne? Die Welle. Die Welle. Da ist sogar noch eine Nummer zu sehen.
Hätte das gedacht? Die Fliehkraftverstellung, ne? Aber das Ding ist schon ziemlich ranzig beieinander. Ja, ist halt nichts mehr schön, ne? Das heißt ja nicht, dass das nicht funktioniert. Man muss halt immer schauen, wie der Geldbeutel dann laut ist, ne? Das wird aber wieder, ne? Unser Neuteil packen wir mal aus. Sieht schon hochwertig aus, ne? Die Federn. Die Federn. So, eine schöne Führung, es läuft. So. Eins kann ich dir sagen, ne? Das kann nur ein weiblicher Stift sein. So wie der sich ziert, ne? Okay, top. Das ist Silikonfett, das ich da jetzt benutze. Schon mal ein bisschen sauber machen. So, das haben wir ja alles überprüft, dass es gangbar ist. Jetzt muss ich da unten die Anschläge wieder drauf zwippen. Die sind noch okay, die haben keine Beschädigung, das Plastik ist noch ganz. So, dann mache ich mein Silikonfett drauf, dass das alles schön beweglich bleibt. Gehe rein. So. Der Manuel hat gesagt, ich bin blöd. Mama. Ob sie dir hilft, die weiß es doch. So, okay, jetzt kommt ja wieder der Splint drauf. So, bisschen Marine Grease. Da vorne drauf. Und nicht vergessen, ne? Da war auch eine Scheibe drauf. So, dann tun wir das hier reinmachen. Die Position ist klar, ne? Und die Abdeckung schiebt sich jetzt da drüber. So, top. So, jetzt brauche ich die Position, die habe ich schon fast. Die Position für die Schraube. Da lange ich mal kurz mit meinem Schlitz rein und drehe es noch ein kleines bisschen. So, da kann man sich jetzt drüber streiten, ne, ob man da Imbusschrauben nehmen muss. Schaut cool aus. Ich finde es auch schicker. Andere gehen sonntags früh in die Kirche, ne? Alles da, wo es sein soll, ne? Und ich sag's nochmal, ne? Das mit den Imbusschrauben ist reine Geschmackssache. So. Das kommt drin. Da gibt's eine extra Rille, da passt der genau rein. Dann kommt das hintere Lager. Auch ein bisschen Silikonfett. Da ist die Aussparung, die gehört da drüber. Dann passen auch die Löcher unten überein. Bevor ich den Deckel drauf mache, möchte ich das vorne immer zusammengebaut habe. Die Scheiben habe ich mir ja vorhin sortiert. Schaut immer nichts, wenn da ein bisschen was drunter ist. So. Lager. Scheibe klein, Scheibe groß. So. Okay, es geht leicht, ne? Das muss man auch immer prüfen. Jetzt kommt der hintere Deckel drauf. Den machen wir so nicht, ne, wie der gerade ist. Ne? Was auch immer gut ist, ist, wenn nachher nicht zu viele Teile da liegen. Wir gehen aus, überprüfen da gleich. So muss es sein.
Schaut mal an, ey, das ist abartig. Heute ist Sonntag, es ist gleich spät, ne? Und ich verbringe mal Zeit so. Warum mache ich das? Damit es jetzt wieder so aussieht wie vorher. Okay, fertig. Und dann, nicht zu vergessen, der Federring muss mit da drüber. Warum? Damit der Stift nicht rausgeht. Der hat keinen anderen Auftrag, als diesen Stift zu sichern. Toll, hoffentlich guckt ihr euch sowas an. So ein Scheißdreck. Morgen, heute Sonntag. Morgen machen wir dann das Video, wie das Motorrad läuft. Langt euch das? Gestern war Sonntag. Da haben wir den Hallgeber überholt. Aber wir wollten nicht, dass wir am Sonntag laut sind, weil wir wollen unseren Nachbarn in Ruhe lassen. Deswegen bauen wir den jetzt ein. Neuer Gummi, finde ich wichtig. Stecken wir das Ding da unten rein. Der Willi, hast du schon vorbereitet? Hast du das Zündkabel schon mal reingesteckt in die neue Zündspule? Ja, stecken drinnen, alles cool. Fest. Cool. Da unten schaue ich mir an, wie der Nipp mitnehme. Film mal da unten kurz rein. Ja. Ja, weil so rum passt er jetzt rein. Das siehst du, da steht er nach oben. Wenn ich den jetzt so rumdrehe, passt er nichts mehr rein. Mhm. Das muss man eben beachten, kann man nämlich kaputt machen. Und was total geil ist, den Fehler habe ich zweimal gemacht, ist, ich habe das Kabel auf der Seite hochgelegt, weil ich ja schlau bin und da oben ist der Stecker und es ist viel cooler, wenn es auf der gleichen Seite hochgeht. Aber der Deckel zwickt's. Habe ich zweimal gemacht. Ja, hat sich dann aber auch wieder nicht gelohnt. Ne? Wir stellen ihn auf OT. Okay, dann schließen wir das Gerät wieder an. Es gibt vom Q-Tech auch ein kleines Gerät. Das kann man da oben direkt auf die Steuergerät setzen. Okay, Zündkabel sind drauf. Ja. Sprit oben ist offen. Jetzt. Zündung ist an. Neutrale aus. Eins, zwei. Also es hat schon mal gezündet, ne? Choke ist unten zu ziehen. Sind beide gezogen. Schön, ja? Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Geil. Kommt mal zwei, ja? Hammer. Der Hammer jetzt. Das ist Wahnsinn. So, damit kannst du in die Welt fahren. Ja, weil wenn du reparieren kannst. Ja, du musst nichts können. Die gehst du so mit Ibrahimi oder so und sagst zum Ibrahim. Und sagst, komm mal. Ich hab da ein Video bei SWD Sports, die zeigen dir, wie du das einbaust und dann bau das jetzt mal ein. Ach ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ihr habt was gelernt dabei. Ich will euch damit einfach nur zeigen, dass das funktioniert. Manchmal ist es einfacher, ganze Zündungen zu kaufen. Wichtig ist, wer so eine Hallgeberdose hat, und hat eine große Reise vor, der kann sich dieses kleine Bauteil mitnehmen. Das passt ins Handgepäck. Und wenn man das nicht selber wechseln kann, dann findet man vor Ort jemanden, der es für einen wechselt. Like das on Facebook, Instagram und überall. Wir machen auch wieder Subtitles drunter, dass es jeder lesen kann und jeder versteht. Danke fürs Zuschauen.